Yes. Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge. Von wir folgen Deft 31, weil der was kann im Gegensatz zu uns. Und werden jetzt noch einen Boss acen vielleicht. Oder vielmehr ja. Er. Hallo. So sieht die Sache nämlich aus. Also wir folgen ihm, machen das, was er macht und versuchen nicht zu sterben und ihm vielleicht ein bisschen zu helfen und alles andere macht er. Ergibt sich. Er hat auf jeden Fall einiges von den Getränken. Verzeihung, wen hat er ertränkt? Er ist in den Trank gefallen, wie damals. Ach, Obelix. Achso, ja genau, ich wär cool, wenn man den irgendwie zur Freundesliste hinzufügen könnte. Schon? F31, du spielst doch über Epic, oder? Ja, wahrscheinlich wirst du ihn unter dem Namen finden können. Achso, Epic, das weiß ich nicht. Ich guck nachher einfach mal. Das wäre schon cool, wenn wir den wiederfinden können. Wiederfinden würden und dabei hätten. Ich glaube, der wird uns bestimmt einfach wieder helfen, ja. Hier ist eine Tür, aber die geht nicht auf. Da muss irgendwas sein, der will einfach hinterherlaufen. Ja, Moment. Ausdauer ist eine sehr volatile Sache. Ja. Der Typ könnte auch mal eine Sekunde anhalten, dann bekäme er auch Heilung. Oh, ich hoffe, ich habe ihn geheilt, ansonsten habe ich es nur gewastet. Wasted. Na gut. Ein bisschen Loot. Das tut auch jedem gut. Ja, da halte ich jetzt einfach mal nicht drauf, weil sonst hitten wir uns immer nur gegenseitig. Und geh auch nicht nach vorne. Mich würde schon interessieren, was der für ein Level ist. Ja. Der ist definitiv Next Level. Ich habe keine Ahnung, wo man das sieht. Spieler ist ja keine Ahnung. Da oben gibt es irgendeinen Loot, aber ich weiß nicht, was das ist. Ich glaube, er versucht auch dahin zu kommen. Vielleicht kommt man da so rum hin. Ziemlich sicher sogar, wenn man so auf die Karte guckt. Eure glühend roten Augen sind schon nice. Sieht cool aus und hat einen coolen Effekt auf jeden Fall. ...24/7 am Nachladen, Hast du jetzt auch so Augen? Ja, wir alle haben diese Augen kurz gehabt. Passt nicht mehr. Wo ist denn der Dude? Er ist auch in die andere Richtung. Der wartet doch auf uns. Ja, gut. Möglicherweise hält er uns für verwirrt. Und ich kann es ihm nicht übel nehmen. Richtig. Jetzt bin ich mal gespannt, ob wir unseren Benz im Turm finden oder nicht. Fort.
Der war schlecht, ich weiß. Ja. Aber es ist spät, da kann man das schon verkraften. Ich hörte das Eisen. So. Na, da gibt's nicht weiter. Nest der Katze. Er hat einfach. Der ist, glaub ich, echt in so ein Ding reingefallen. Ja, der macht das ja die ganze Zeit. Ach so, sein Effekt. Ja, ich nehme an, das ist tatsächlich kein. Ich wollte sagen Collectible. Nee, ich glaube, es ist kein Consumable. Ich glaube, es ist auch ein Waffenperk. Oder? So, ja. Weil dann würde es ja gehen nach jeder Aufladung. Weißt du, das macht irgendwie Sinn. Ja, aber wenn das einer ist, dann will ich den auch haben. Weil ich finde den eigentlich ganz cool. Ätherische Kugel. Achso, sieht nur aus wie eine Kiste. Funktioniert aber nicht wie eine. Weiß ich. So. Der hat schon wieder. Wenn man wieder merkt, wie viele Gegner eigentlich hier rumlungern. Es ist sehr ergiebig. Sollte man in den Zirkus gehen, diese scheiß Messerwerfer. Ah, hier ist ein Dungeon, aber da will der wohl nicht hin. Möglicherweise schon. Doch, möglicherweise schon. Ein Dungeon, sagst du? Ein Dungeon. Okay, let's see. Ah, ich habe einen vor ihm gefunden. Tja. Warte, ich frag den parallel schon mal an. World War Z ist runtergeladen. Wie bist du eigentlich auf Epic gekommen? Weil wir spielen es ja auch über Xbox Game Pass. Oder? Spielst du es über den Game Pass? Ich glaube schon. Dann sollte man vielleicht noch bei Xbox gucken. Ich hab bei Xbox. Du nicht? doch, ich schon nicht. Es geht weiter. Aber ich habe gedacht, dass es. Boss, aufstehen. Los, vorwärts. Ich habe halt gedacht, dass du das darüber spielst, aber war ich mir jetzt nicht sicher.
Der ballert sich immer irgendwas rein. Ich weiß, ich wüsste nicht mal, was ich mir reinpfeifen soll. Das sieht irgendwie wieder nicht aus wie ein Boss. Oh. Das ist jetzt mal wieder ein richtiger Boss. Ich bin gespannt, was der Dude kann. Ob er was kann. Ich hab dich nur erst mal das Projektil fressen sehen. Oh. Au. Ich hab mich nur ein Projektil fressen sehen. Was passiert hier? Ich nehme sehr viel Schaden. Und verstehe nicht, was mich hittet. Und ich habe sehr viel Heilung. What the fuck? Wer heilt mich? Ist es der? Nee, ich habe... Nee, hä? Wahrscheinlich doch. Der lief neben mir und ich war geheilt. Oh, vielleicht kann er... Ah! Oh Gott. Oh Gott, ich muss heilen. Ich muss dringend heilen. Oh, ich bin tot. Ich, versuch mal zu kontern. Ja, der Dude hat leider es nicht geschafft gehabt. Schwierig. Ich hoffe, er schafft es noch. Mit damit. Nee. Ich glaube, ich lieg so scheiße, dass da niemand gut rankommt. Ja, ich habe es mit einigermaßen wenig Schaden geschafft. Ah, der liegt, oder? Sag nicht, dass er liegt. Ja, er liegt und ich bin lieg auch. Ich hatte Heilung, aber es hatte nicht gereicht. Ja, ich hatte leider zu spät verstanden, was mich da für komische Blitze angreifen. Da war ich dann schon tot. Gerade so zu uns hast du es geschafft. Irgendwie braucht es immer zwei Anläufe. Next try. Ich baller mir jetzt auch irgendwas rein. Hauptsache das Problem ist, ich weiß nicht was. Der Dude weiß immer, was er tut, aber irgendwie. Ich wüsste nicht mal, was ich mir reinziehen soll. Ich baller mir eine Adrenalinspritze, dass ich besser ausweichen kann oder so vielleicht. Ich baller mir da mal was. Guck, ob's hilft. Ist es cool, was ich geballert habe? Ich glaube schon. Was haben wir? Komm du zu uns, ich habe Heilung. Ich meine, er ist so gut wie tot. Was ist hier passiert? Ich habe mir irgendwas geballert und ich glaube, es war cool. Okay. Oder? Scheint so, scheint so. Ich habe gedacht, ich probier's mal wie er. Einfach irgendwas reinziehen. Ach so. In Wahrheit weiß er gar nicht, was er sich reinzieht. Er probiert einfach mal die Palette durch. Ja. Der Boss war aber eigentlich auch wieder ganz cool. Der war cool. Also ich weiß nicht, wie er gewesen wäre, wenn wir alleine gewesen wären, aber so war auf jeden Fall ganz angenehm. Ja. So jetzt, der zweite Versuch, der war ja wirklich... Irgendwas haben wir richtig oder so gemacht, vielleicht. Hast du auch was reingekippt? Nur Adrenalin zum Ausweichen. Warte, das muss ich aber erstmal gucken, wenn wir da jetzt raus sind, was ich mir eigentlich reingeballert habe. Ach so, du hast wirklich nicht nachgeguckt. Nein. Lol.
Ich habe einfach wirklich nicht nachgeguckt, ne. Box. Wir sind wieder auf der Suche nach Ford. Ford Spur. 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 Backpoint. So, jetzt gucke ich mal, was ich mir geballert habe. Das war... Wo ist er hin? Da drüben! Hä? Tür? Er macht eine Tür auf. Ah, da drüben. Aber er hat hier drüben signalisiert, okay. Wahrscheinlich war das ein Shortcut. Ja! Und er ballert sich wieder was. Ich ballere mir auch was, komm. Hilft. Oh. Habe Deft erwischt aus Versehen. In der Hammer. Ah, fuck, das hätte ich jetzt vielleicht nicht so lange hören. Hält sich noch in Grenzen. So, Deft, wo geht's hin? Das ist aber kein Turm. Also, es ist mehr so ein Maya-Tempel, auch wenn das hier die Nashorn Mayas sind. Ach, der konnte das schon selber direkt aktivieren, gut. Scheint so. Das ist ein Boss. Irgendwie scheint die Bossdichte auch höher zu sein, wo auch immer wir hier sind. Ja. Der Verwüster. Deck des Verwüsters. Mit dem hat man jetzt gar nicht mehr so viel Bedenken, finde ich irgendwie. Wird schon. Mal gucken. Wird schon mal gucken. Also sehe ich das auch. Der Verwüster ist dann Hund. Und Wolf? Wolf. Oh, aber... wie ein Raptor? Raptor, Wolf, Hund? Was genau bist du und warum hast du... Ich glaube, mein Mikrofon kackt gleich live ab. Ah ne, meine Kopfhörer sind das. Mein Mikrofon würde ich nicht hören. Wenn da kein Strom mehr drin ist. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Achso, ich könnte mir ja wieder das eine Teil ballern, vielleicht. Ich das ja wieder. Ja. Warum Sekundärwaffe? Komm. Ja.
Du setzt ihn da. Oh Gott. Oh, das gibt richtig schön Schaden. Nice. Oh. Elektrokanal kann alles. Ja, wobei schadenmäßig hat das schon schlimmer, wesentlich schlimmer. Aber der war jetzt auch easy eigentlich. Das ging auf jeden Fall klar. Ich muss jetzt bloß was unternehmen, dass mir mein Headset nicht leer läuft. Which is a bit of a problem. Oh Gott, schön mit der Hand erstmal die Webcam beiseite geschlagen. Schwierig. Naja, wollen wir hoffen, dass noch ein bisschen Strom drin ist. Oder ist das Typ C? Ja, das ist ein Typ C-Kabel. Probieren wir es doch damit. Wo seid ihr? Da seid ihr. So, ist hier was lang genug, um mein Headset zu laden, während ich hier spiele? Stellt sich die Frage, wo ist der C-Port? Da. Da. Großartig, ich kann jetzt. Oh Gott. Ja, nee, so funktioniert das nicht. Nicht genug Range, kann sein, dass mein Audio mittendrin verschwindet, dann weiß ich auch nicht. Dass du uns nicht mehr hörst, oder wie? Ja, genau. Interessant. Hast du kein Kabel, das man dann anschließen kann, oder nicht lang genug? Ja, das Problem ist, ich kann jetzt entweder das Mikrofon, das Headset, oder mein Stream Deck ausstecken. Das sind die Front-USB-Ports, die ich zur Verfügung habe. Hinten wird gerade schwierig. Ich habe gerade versucht, von meinem Stapel Mobilnetzteile eins hier rüber zu ziehen, aber es ist zu weit weg. Schwierig. Was? Wir haben Ford doch tatsächlich gefunden. Wofür das wohl gut ist. Die Animation sah auch komplett broken aus. Die war richtig broken. Das glaube ich ja nicht. Ich hätte nicht gedacht, je wieder einen anderen Menschen zu sehen. Wie zum Teufel sind sie in diese Welt gekommen? Such dir was aus. Wahrscheinlich Zufall. Die Saatmutter, sagten sie. Was will sie denn von mir? Ich habe den jetzt Saat angefragt. Ist auf dem Atoll? Sie meinen Station 17? Warum in Gottes Namen? Ach du heiliger Himmel. Knochenkralle ist die Quelle. Asgards Träumer war das Tor. Mein Lebenswerk. Ich muss sie warnen. Sie bewegen sich auf dünnem Eis. Aber vielleicht sind sie da erfolgreich, wo ich versagt habe. Wie kann ich helfen? Ja, ich weiß, wie sie hineingelangen. Es gibt einen Spiegel in Station 13. Nicht da, wo die Überlebenden wohnen. Hinter einer verschlossenen Tür in den unteren Ebenen. Dieser Spiegel ist wie ein Tor zu den anderen Stationen. Hier, mit diesem Schlüssel können Sie den mit dem Spiegel verbundenen Computer entsperren. Ach so, ja. Sie waren doch bereits in meinem Büro, nicht wahr? Dort befindet sich eine Magnetkarte auf meiner Werkbank. Das ist sie. Verwenden Sie sie, um in Station 13 zu gelangen. Gehen Sie in die unteren Ebenen und verwenden Sie sie an der verschlossenen Tür. Sicher. Nein, ich habe keine Fragen. Viel Glück.
Wir wollen die Geduld von unserem Mate nicht stoppazieren. Interessant, das ist okay. Einige Sachen zu tun, ne? Interessant auf jeden Fall, ja. Wie lange geht eigentlich der Part? Ich habe wieder keinen Plan. 25 Minuten. 25, ah ja. Ich bitte komische Geräusche zu entschuldigen. Ich musste irgendwie ein sehr starres Typ-C-Kabel an mein Headset bringen. Das ist jetzt ein bisschen unpraktisch. Ich habe den jetzt mal angefragt. Ich bin mal gespannt, ob er es akzeptiert. Der ist PC-Spieler auf der Xbox, also mit Xbox-App. Nee, stimmt gar nicht. Mit Microsoft Store. Wie du uns. Achso, der hat's gekauft. Ja. Interesting. Weil ich muss mich da auf jeden Fall von unserer Seite aus auch nochmal bedanken. Das war ja schon cool jetzt so. Mhm. Riegel in Station 13 verwenden. Einfach ihm hinterher, wie immer. Ich habe keine Lust zu reden. Ich glaube, er will, dass wir... Brauchst du was? Was brauchst du? Aufrüsten. Ich glaube auch, ja. Ich glaube auch, Nein, wir... doch. Was jetzt? Na gut, dann wollen wir mal sehen. Teilchenbeschleuniger. Ich hoffe, das ist die richtige Entscheidung. Hier gibt es viele neue Waffen und ich habe keine Ahnung, welche ich davon verwenden soll. Ich hab... Pass da draußen gut auf dich auf. Die Dame ist ein bisschen überfordert. Das hört sich so cool an. Ah, die muss ich einfach kaufen. Erzeugt ein Blitzgewitter, das den Zauberwirkenden umgibt und bei Gegnern in einem Umkreis von 35 Meter 40 Elektroschaden. Das hört sich halt auch richtig geil an. Hast du dieses Aura der Radioaktivität? Ist das das Schutzschild, was du hast? Nein, oder? Nein. Das hat damit nichts zu tun. Mein Schutzschild schimpft sich... Oh doch, tatsächlich. Okay, du hast absolut recht. Dann muss ich das auch mal noch kaufen. Achso, das habe ich jetzt hergestellt. Interessant. Mal des Jägers. Das ist das, was der, glaube ich, hat. Markiert alle Gegner innerhalb von 35 Metern um den Zauberwirkenden und dessen Verbündete. Die kritische Trefferchance gegen markierte Gegner ist um 10% erhöht, bleibt 30 Sekunden lang bestehen. Auf wie einfach mal. Sind wir hier fertig? Ich habe keine Lust zu reden. Was? Ach ja, das war die unfassbar freundliche... Oh. Hey, ja, ich verstehe, was du meinst. Was brauchst du? Ich verstehe doch, was du meinst. So. Aufwerten. Aufwerten. Das klingt echt nicht so gesund. Aufwerten. 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 Oh, scheiße. Ich habe kein gehärtetes... Shit. Sind wir hier fertig? Ja, ich konnte auch nicht meine neue Waffe leveln. Ich war so schlau, meine alte zu verbessern. Ich
Ja, ich habe jetzt mal eine andere ausgewählt. Mal gucken. Ah, mal sehen. Ich hoffe. Ja, mal sehen, wie weit wir damit kommen. Kommst du? Jo. Er gestikuliert nämlich schon. Hey, was geht? Wir haben wahrscheinlich jetzt nicht das gemacht, was er eigentlich wollte. Ich weiß nicht, was er von uns wollte. Aber es sah ja eigentlich aus wie Leveln und Dingsen. Von dem her. Im Prinzip ja eigentlich nur eine DLC-Waffe kaufen. Ich war gerade sehr froh, dass die DLC-Waffe nicht dasselbe Upgrade-Material benutzt wie der Rest. Was hast du für eine Waffe? Ich habe eine Armbrust. Aber du hast auch dieses... Ich hab auch eine, die so ähnlich aussieht, ja. Wir holen jetzt wohl eine Sicherung, so wie es aussieht. Hat er jetzt schon was mitgenommen? Ja, er öffnet mit der Karte gerade eine Tür. Wofür das wohl gut ist. Ah, vielleicht hat er die von unten. Waren das die DLC-Waffen? Interessant. So scheint es. Ich habe nicht die Gravitationsgedöns genommen. Oh ja, damit, das klang so, als würde ich mich damit nur selber umbringen, deswegen habe ich es gelassen. Sicherung, jetzt wieder weg, okay. Es klang so, als könnte man sich damit exzellent selber töten. Ich probier's mal. Also mich nicht zu töten, aber halt. Hat sich irgendwie ganz cool angehört. Ich habe da mal richtig fett rein investiert, aber. Mal gucken, was ich da. Ich kann mich nicht bewegen.